Gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen und der Medienberatung NRW veranstaltete der Verband Bildungsmedien am 15. Februar 2020 im Kongresszentrum Ost der Kölnmesse einen Bildungskongress für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen. Unter dem Motto Lernmedien in der digitalen Welt wurden 30 Veranstaltungen auf 4 Zeitschienen angeboten, begleitet von einer Fachausstellung mit zusätzlichen 28 Produktpräsentationen. Digitale Lernmittel, so wie wir sie hier heute beispielsweise sehen, können dazu beitragen, den Unterricht innovativ und zeitgemäß zu gestalten. Sie unterstützen die Lehrkräfte dabei, dass die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben, so wie sie beispielsweise im Medienpass NRW formuliert wurden. Logineo NRW, eine datenschutzkonforme und rechtssichere Lernplattform, die vom Land NRW bereitgestellt wird, hilft den Lehrern, den analogen Alltag digital abzubilden. Und durch Anbindung von beispielsweise Edmond NRW haben die Lehrerinnen gezielt die Möglichkeit, in vielfältigen Bildungsmaterialien zu recherchieren und im Unterricht auch einzusetzen. Und gerne möchte ich noch auf ein digitales Lehrwerk hinweisen, das wir hier in NRW haben, das MBUK NRW, gemeinsames Lernen. Das macht deutlich, dass auch individuelle Lernprozesse unterstützt werden können. Aber digitale Lernmittel führen auch dazu, dass wir kooperative Lernformen oder auch selbstgesteuerte Lernformen im Unterricht mitfördern können. Und das alles macht deutlich, dass in diesem Prozess der Digitalisierung auch eine neue Lehrkultur entsteht. Die Bildungsmedienverlage in Deutschland sind bei der Digitalisierung Partner der Schulen und Lehrkräfte. Der einfache, schnelle und sichere Zugriff auf Bildungsmedien ist für den Einstieg in digitale Unterrichtsszenarien ein entscheidender Erfolgsfaktor. Bislang fehlen für einen unkomplizierten Zugang wichtige gesetzliche und technische Voraussetzungen. Wir fordern deshalb bundesweite Standards zum lernförderlichen Datenschutz und zur technischen Implementierung von ID- und Lizenzmanagementsystemen in Schulen. Mit dem Bildungslogin arbeitet der VBM an einer technischen Referenzlösung, die die Interoperabilität schulischer IT-Systeme fördern soll. Der VBM bringt sich so aktiv ein, um Hindernisse für einen sinnvollen Einsatz digitaler Bildungsmedien zu beheben.